Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki, New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen, ja, deiner ganz persönlichen, ja. Wir haben heute den 24. August und am 24. August, warum sag ich das so bescheuert, ja, hat... Ich hab da eine Theorie. Haben wir wieder ein ganz berühmtes Geburtstagskind und das kennst du aus diversen Filmen. Männlich? US-amerikanisch? Ja, hat ganz oft einen Polizisten gespielt. In einer Akademie. Und er war immer derjenige, der ganz cool war. Also du hast mir gegeben, amerikanisch, Schauspieler, Film, Polizistenakademie, ich komme nicht drauf. Nee, also wirklich. Ich komme nicht drauf. Aber Mahoney! Mahoney war es, genau. Mahoney hat er gespielt. Steve Guttenberg hat heute Geburtstag, ist 1958 geboren, ist durch diese Mahoney-Rolle eigentlich wirklich bekannt geworden. Und danach aber habe ich ihn... Ist irgendwie danach wieder unbekannt geworden. In so vielen, also natürlich ein paar Filme noch gespielt, aber das war dann irgendwie... da war es wieder. Wie viele Police Academy-Teile gab es eigentlich? Ich glaube, ich wüsste von 7 oder sowas. Total. Ja. 7 Teile. Ja, aber ab 5, ah nee, ab 3 waren sie, naja, ab 5 waren sie kacke. Und jetzt die neue Kritik zum Film Rocky 5. 1000. Genau. Ja. 24. August, hast du da was auf der Pfanne? Ja, 1963. Du als Basketballathlet müsstest eigentlich wissen, dass an diesem Tag die neue Bundesliga, Fußball-Bundesliga, mit 16 Mannschaften ihren Spielbetrieb aufgenommen hat. Basketball? Oder? Nee, Fußball, Bundesliga. Warum hast du denn Basketball gesagt? Ich habe doch nicht Basketball gesagt. Was laberst du denn? Basketball-Arbeit. Schaut euch das Video nochmal an, dann werdet ihr sehen, dass natürlich, ja, sicher. Also, 24. August 1963, neu geschaffte Bundesliga mit 16 Mannschaften nimmt den Spielbetrieb auf und die ZDF strahlt zum ersten Mal das aktuelle Sportstudio aus. Damals war HSV ja auch mit dabei, ne? Mhm. Genau. War. So, weiter geht's. Ja. Am 24. August 1990 hat Thomas Golletz, kennst du Thomas Golletz? Ah ja, klar. Tommy, der von der Mayonnaise. Nein. Nein. Thomas Golletz das erste Mal die Diddlemaus skizziert. Ah. Ja, das ist ungefähr so, wie Dr. Emmett Brown ist von der vom Klo gefallen, hat sich den Kopf gestoßen, hat den Fluxkompensator erfunden in dem Moment. So war das am 24. August. Aber in dem Satz habe ich alles verstanden und kenne auch jeden. Ja. Aber hier den Thomas... Thomas Golletz, die Diddlemaus. Diddlemaus? Ja, die Diddlemaus kenne ich. Ja, also sag ich doch. Der hat ein Schweinegeld gemacht mit so drecks großöhrigen Nagern. So große Füße und... So ein Rotz, so mutierte Tschernobyl-Viecher. Und damit ist er reich geworden. Ja, kann man finden, wie man will. Die einen sagen so, die anderen sagen auch so. Das Gleiche, genau, die anderen sagen das Gleiche. Genau, das ist am 24. August gewesen. Ein verrückter Tag. Ein verrückter Tag. Also wirklich verrückt, verrückt. Was da alles verrückt passiert. Ja. Wir sehen uns morgen wieder. Vielleicht wird es auch nicht ganz so verrückt. Aber es wird bestimmt wieder besser, weil der Puh ja nicht da ist. Habt ihr ein Schwein. 25. August morgen. Wir sehen uns wieder. Cheerio, Miss Sophie. Bye, bye.